Ich sage, Steffen Cordré, komm hoch. Jo, vielen Dank. Bitte um Entschuldigung, meine Verspätung. Berlin ist wieder dicht. Der Berliner Senat tut ja alles, um den Autoverkehr von der Straße zu kriegen, also den Verkehr zum Erliegen zu kriegen. Sie wissen es ja vielleicht, da werden also ganze Kreuzungen zugemacht. Und wo früher mal zwei Spuren waren, gibt es jetzt nur noch eine Spur. Und mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass also die Linksgrünen, ob jetzt nur in Berlin oder sonst wo, also diesen individuellen Autoverkehr hier uns vermiesen wollen und uns abschaffen wollen. Und leider sieht man dann, dass man also für den Verkehr und für die Fahrten immer länger braucht. Aber das ist ja heute nicht unser Thema. Unser Thema ist ja heute die fast schon kriminellen Gebaren der Linksgrünen, die sich also hinstellen und in der Lausitz hier die Reviere stürmen wollen. Das war ja im letzten Jahr schon so. Da gab es ja diese ganzen Camps. Und da gibt es ja direkt Vorbereitungskurse von den Leuten, die anschließend dann in die Gruben eindringen und verhindern wollen, dass die Kohle abgebaggert wird. Und nun kann man natürlich der Meinung sein, dass man keine Kohle mehr verbrennen sollte. Also das kann man durchaus, obwohl ich das nicht verstehe, ich weiß nicht. Also diese CO2-Geschichte leuchtet mir nicht ein. Also wie kann CO2 unser Klima so beeinflussen? Da gibt es auch keine Beweise dafür. Gut, auf der anderen Seite können wir auch nicht sagen, dass es nicht so ist. Aber vor dem Hintergrund, wie militant das hier vorgetragen wird, dass CO2 wirklich das Teufelszeug ist, da sagen wir, nein, das ist es nicht und wir stehen zur Kohle. Wir stehen komplett zur Kohle und wollen die Kohleverstromung. Denn es ist ja der komplette Irrsinn, aus zwei Energieträgern gleichzeitig aussteigen zu wollen. Also einmal aus der Kernenergie, da sind wir laut Plan 2021 draußen, und dann noch zusätzlich aus der Kohle. Völliger Irrsinn. Können wir uns nicht leisten. Wenn wir uns das leisten könnten, wenn wir hier Geld im Überfluss hätten, dann würde ich sagen, ja gut, wir können da überlegen, aber haben wir nicht. Wir sehen, dass das Risiko der Rentnerarmut, auch das Risiko der Kinderarmut in Deutschland gestiegen ist seit Jahren und nicht abgebaut ist. Und wir sehen, dass die Einkommen eigentlich stagnieren, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was wir uns leisten können. Wir sehen, dass die Wohnungsmieten steigen und wir sehen viele, viele andere Dinge. Und wir haben überall eigentlich Engpässe in der Finanzierung, sei es im Kindergarten oder denk mal an die Schulen. Und solange das so ist, können wir uns nicht erlauben, hier aus der einheimischen Braunkohle auszusteigen, die vor allen Dingen preiswerten Strom liefert. Und die liefert vor allen Dingen einen Strom, der gesichert ist. Windkraft und Sonne liefert keinen gesicherten Strom. Es schwebt ja so das Damoklesschwert des Blackouts über uns. Die Linksgrünen haben von Technik keine Ahnung. Da gibt es also die Chefin der Grünen, die Annalena Baerbock, die will schon mal Strom in den Netzen speichern, wie sie sagte, was physikalisch nicht funktioniert. Und ich glaube, das kennen Sie alle, das haben wir, glaube ich, schon oft hier an der Stelle gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, ne? Also Kobolde. Ne? Also die Chinesen würden eben Batterien herstellen ohne Kobolde. Ne? Kobold, gemeint ist natürlich Kobalt. Aber die Grünen-Chefin hat das zweimal gesagt. Das kann also kein Versprecher gewesen sein. Die hat also keine Ahnung von der Materie. Nur plappern kann sie gut und das eben alles. Aber das Schlimme ist eben, dass sie die Menschen verhetzen. Sie verhetzen die Menschen da draußen, die also diesen Unsinn glauben, dass wir also von der Kohle wegkommen und dass wir noch mehr Strom produzieren können mit Wind- und Sonnenenergie. Aber das ist nicht der Fall. Also wir stehen jetzt an der Grenze, wo wir sagen, unsere Stromversorgung ist nicht mehr gesichert, weil Wind und Sonne keine Regelenergie zur Verfügung stellen kann. Und das ist eben der ganz große Kasus Knaxus. Das ist genau der große Punkt, wo wir sagen, wenn das so weitergeht, dann werden wir hier demnächst auch einen Blackout leider erleben. Und wer sich da mal mit beschäftigt hat, was passiert, wenn einfach der Strom, wenn der Strom einfach mal 3 Tage weg ist, dann müssen wir schon leider damit rechnen, dass es die ersten Toten gibt.
Es funktioniert nichts mehr. Gleich am Anfang fällt der Regionalexpress aus, der Regionalverkehr. Wir können nicht mehr tanken, die Autos fahren nicht mehr. In den Krankenhäusern gibt es nur noch Notstrom für 24 Stunden. Und anschließend werden also die Kranken, die auf Strom angewiesen sind, nicht mehr versorgt werden können. Dialysepatienten etc. Oder in den Fahrstühlen bleiben die Leute stecken. Also man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit welchem Risiko hier die Linksgrünen rangehen und welchem Risiko uns die Linksgrünen hier und natürlich auch die Bundesregierung uns hier dem aussetzt. Und dann, wenn man das, ja, wie die Linksgrünen jahrelang propagiert, dass wir sogenannten sauberen Strom oder so bekommen können, dann fühlen sich natürlich militante Kräfte auch entsprechend ermuntert, militant zu sein. Und das sehen wir eben hier bei Ende Gelände. Das sind nicht einfach nur friedliche Demonstranten. Ja, ich kriege jetzt einen Schluck Wasser hier, weil ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Nee, dafür ist noch zu früh. Ja, das sieht zwar so aus, ist es aber nicht. Nee, das sind nicht so einfach Leute, die einfach so demonstrieren. Nein, dahinter steckt schon kriminelle Energie. Die wollen in Eigentumsrechte eingreifen. Also wenn, und Hausfriedensbruch machen und das auch mit Ansage. Und die werden leider ermuntert. Die werden leider ermuntert erstmal von den Linksgrünen, die Stimmung hier aufgeheizt haben, dann leider aber auch von der Regierung. Zum Beispiel dadurch, dass ihnen keiner eine Grenze setzt. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich das Sagen hätte, wenn ich also Polizeipräsident wäre oder dafür verantwortlich wäre, also bei mir würde keiner seinen Fuß dort ins Kraftwerk setzen. Und da würde ich ganz klar sagen, Moment, hier wird gerade eine Straftat gemacht. Also klar und deutlich muss man das mal ausdrücken. Das sind Straftaten, die da stattfinden. Und die sind vor allen Dingen vorsätzlich. Also wenn ich das trainiere, wenn ich das in diesen Camps trainiere, dann ist das auch vorsätzlich. Und da muss ich nämlich auch schon anfangen. Und dass das nicht passiert, daran erkennt man, dass wir nicht mehr in einem vollständigen Rechtsstaat leben, der das nämlich sonst entsprechend verhindern würde. Zeigt sich auch an dieser Stelle. Das sind linksgrüne Chaoten und eben, wie gesagt, fast schon kriminell. Und kehren wir da nochmal zurück. Was ist denn der Hintergrund? Der Hintergrund ist einfach die Klimahysterie, die hier im Lande herrscht. Und die ist eben von den Linksgrünen, von den guten Menschen angeheizt worden, wieder besserer Beweislage. Das heißt, es gibt wirklich keinen Beweis dafür, dass CO2 so wirkt, wie immer gesagt worden ist. Und es gibt jetzt viele, viele Studien auch, die diesen Zusammenhang zwischen CO2 und Temperaturerhöhung nicht herstellen. Und es gibt viele Hinweise darauf, dass es andere Einflüsse geben kann, wie zum Beispiel Sonnenaktivitäten oder die Wolkenbildung, wie auch immer. Wir sind da völlig am Anfang. Und diejenigen, die behaupten, dass CO2 also 100%, dass das menschengemachte CO2 zu 100%, die für diesen Klimawandel zuständig ist, denen muss man sofort vorhalten, die operieren mit Modellen, die haben Modelle, die nicht mal das Klima der Vergangenheit darstellen können. Muss man sich also mal überlegen. Die sagen uns, sie können mit ihren Klimamodellen das Klima der Zukunft vorhersagen, können aber nicht die vorhandenen Daten erklären, die wir hier haben. Und daran sieht man schon, dass wir hier hinters Licht geführt werden. Und daran sieht man eigentlich auch schon, dass wir hier uns nicht veräppeln lassen dürfen und dass wir eigentlich dafür kämpfen müssen, dass die Kohleverstromung so lange weitergeht, wie Kohle da ist, beziehungsweise wie man die Stromversorgung anderweitig sicherstellen kann. Die gleichen, also wir hatten ja, glaube ich, das war vor einem Monat oder so, da gab es hier von der Gewerkschaft unten eine schwarze Pumpe, die Veranstaltung, gab es dann so zwei Tore, wo man hin reingehen konnte. Da hatten sich dann die Gewerkschaftler und Vertreter getroffen mit der Politik, auch mit Annalena Baerbock von den Grünen. Da konnte man so durch zwei Tore gehen. Ne? Einmal stand über einem Tor 2030 und über einem anderen Tor stand 2038. Und das sollte den Kohleausstieg symbolisieren und jeder sollte sich so sein Tor suchen, für welchen Ausstieg er denn wäre. Aber für mich selber, ich war nicht geladen, wollte da auch nicht hin, aber hätte ich da hingewollt, für mich selber wäre kein Tor da gewesen, denn darüber hätte nichts gestanden. Also auch dieser sogenannte Kohlekompromiss 2038 ist schon problematisch und den unterstütze ich und die AfD
auch nicht. Wir haben, glaube ich, bis 2044 die gesicherte Zusage, dass das hier oder die Betriebspläne im Revier, dass hier abgebaggert werden darf. Das ist Gesetz, das ist gesetzliche Grundlage. Und ja, wenn man jetzt dahin herkommt und das wieder umschmeißen will, dann sage ich, nein, das geht so nicht und das hat wenig mit Rechtsstaat zu tun. Vielleicht auch noch so einen kleinen Schwenk. Also die gleichen Linksgrünen, die uns hier die Kohle abgraben wollen, die haben ja verhindert, dass wir an der Kernenergie weiter forschen. Andere Länder haben jetzt die vierte Generation von Kernenergie. Die Russen stellen gerade einen Reaktor fertig, der keine Kettenreaktion mehr möglich hat. Also wenn dort was passiert, dann gibt es keinen Super-GAU. Und ja, die Dinge laufen relativ sicher ab. Aber auch, dass etwas passiert, kann kaum noch passieren in der vierten Generation. Aber was die Hauptursache ist, die ja, Endprodukte, die zwischengelagert werden müssen. Und ja, wo die Linksgrünen sagen, nee, also die wollen wir auch nicht haben und die sollen in Gor leben, ne? Die sollen nirgendwo hin. Die Strahlungsintensität gibt 100.000 Jahre. Nein, diese Generatoren der vierten Generation, die Kernspaltungsreaktoren der vierten Generation, die können diese Dinge aufbereiten, nutzen und dann sinkt die Strahlungsintensität in Jahren gerechnet auf 300. Wir haben es also hier mit einem wirklich technischen Fortschritt in der Kernspaltung zu tun. Nun kann man auch dagegen sein. Klar, nur ich muss es wieder diskutieren und schon allein diese Diskussion wird in unserer Gesellschaft abgewürgt und auch hier zeigt sich wieder, dass wir auf diesem Gebiet keine Meinungsfreiheit haben. Und das ist zu beklagen, das ist sehr, sehr schädlich. Also nicht nur in Sachen Migration, sondern eben auch hier. Kernspaltung, lasst uns doch darüber reden, völlig unaufgeregt. Kernfusion zum Beispiel, auch so ein Thema. Wir haben jetzt im Deutschen Bundestag die Forderung gestellt, dass hier mehr geforscht wird. Wir waren oben im Kernfusionsreaktor, in dem Forschungsreaktor in Greifswald. Der hat uns gesagt, sie sind chronisch unterfinanziert. Die fahren Versuche 3 Monate und warten dann 2 Jahre lang auf die Auswertung, weil sie keine Leute haben. Kernfusion, das, was die Sonne macht, das, was eigentlich auch die Zukunft sein kann. Das wird in 30, 40 Jahren dann der Fall sein, aber man kann ja diesen Prozess beschleunigen, eben mit der Finanzierung. Auch das wird nicht gemacht. Und dahinter, daran erkennt man auch wieder, was für eine Ideologie eigentlich hinter diesen Linksgrünen steckt, die also nur ihre Windkraft und nur die Sonne haben wollen. Und das ist, ja, ich sag's mal, der Untergang unserer Stromversorgung, wenn das wirklich so umgesetzt wird. Also ich hoffe, dass die Bundesregierung da irgendwann doch nochmal vernünftig wird. Wir im Parlament sagen immer wieder, dass wir keinen Kohleausstieg wollen. Und wir reden auch mit der Lausitzrunde. Und die Lausitzrunde, also der Zusammenschluss der Bürgermeister hier, die wissen ganz genau, dass sie hier unten eigentlich die Region zusperren können, wenn der Kohleausstieg kommt. Schauen Sie sich das Ruhrgebiet an. Dort hat man nach 30, 40 Jahren des schrittweisen Strukturwandels die Strukturen nie wieder so hinbekommen, dass sie also den ja, Wohlstand geschafft haben, wie er vorher war. Und wenn jemand hier von Wohlstand in der Lausitz spricht, gleichzeitig aus der Kohle aussteigen möchte, dann lügt der. Das ist völlig klar. Und wir sprechen ja von diesem ja, Bericht der Kohlekommission. Und dort steht immer wieder auch das Wort Wohlstand drin und Wachstum. Ich glaube, das Wort Wachstum kommt auf fast jeder Seite vor. Der Bericht hat er jetzt 80 oder ich glaube 80 Seiten oder sowas. Auf jeder Seite kommt das Wort Wachstum vor. Aber genau das Gegenteil wird der Fall sein. Wenn wir irgendwie anfangen, aus der Kohle auszusteigen, dann haben wir hier ein Negativwachstum. Das muss man ganz klar so sehen. Wir kriegen keine neuen Ansiedlungen hierhin. Der Mittelstand wächst immer nur ganz zart. Wir haben ja nicht mal die Möglichkeit, ordentlich hier Forschungsinstitute in die Region zu bekommen. Wir haben keine Kompensation. Das muss uns völlig klar sein. Und ja, jeder, der was anderes erzählt, der lügt Ihnen die Tasche voll, so ist das leider, den müssen wir einfach ins Auge sehen. Aber wir kämpfen natürlich im Deutschen Bundestag, dass wir nicht aus der Kohle aussteigen, ganz klar. Und auch sollte der Prozess
auch sollte der Prozess einsetzen, dass wir aus der Kohle aussteigen, dann sind wir diejenigen, die, sobald wir die politische Macht haben, auch wieder in die Kohle einsteigen werden. Vielleicht auch nochmal den Bogen ein bisschen größer gespannt. Die Ursache, warum jetzt aus der Kohle oder die Behauptung, warum aus der Kohle ausgestiegen wird, ist ja eben CO2. Aber es wird eben nicht geprüft, wie kann ich CO2 anders behandeln. Also wenn ich dann schon der Meinung bin, wir haben zu viel CO2 in der Luft, warum überlegen sich die Leute dann nicht, dass man andere Technologien einsetzt? Ich kann CO2 abscheiden aus dem Kraftwerk. Ich kann es dann erstmal verpressen, vielleicht 10 Jahre, und forschen. Wie kann ich dieses CO2 umwandeln? Es gibt jetzt schon die Laborversuche, wo CO2 wieder in Kohle umgewandelt wird. Aber all diese Technologien werden überhaupt nicht diskutiert. Das ist eine völlig verlogene Diskussion, die hier aufgemacht wird, immer nur Richtung Windkraft und Sonnenenergie. Und allein deshalb schon weiß ich ganz genau, dass wir mit dem Kohleausstieg auf dem falschen Pfad sind. Ja, liebe Freunde, lasst mich dieses Fazit ziehen. Also wir werden uns immer wieder dafür einsetzen, dass wir nicht aus der Kohle aussteigen, dass wir die Windkraft bremsen, ganz klar, denn das ist ein Zuschussgeschäft. Wir bezahlen ja für die Energiewende 30 Milliarden Euro in etwa, was andere Länder nicht machen. 30 Milliarden Euro zahlt der Stromkunde, die an anderer Stelle fehlen. Der Strompreis, 30 Cent pro Kilowattstunde für den Haushaltsstrom, ist jetzt schon mit der höchste in der Welt, auch der für die Industrie. Und ich habe Anfang des Jahres zum ersten Mal auch deutliche Signale aus der Wirtschaft bekommen, dass die Strompreise zu hoch sind. Wacker Chemie, einer der größten Stromkunden, hat in seinem Jahresabschlussbericht schon drin stehen, also wenn die Strompreise weiter so bleiben, wenn sie bleiben, nicht wenn sie hochgehen, sondern wenn sie weiter so bleiben und wenn die Stromversorgung nicht gesichert ist, dann wird der Standort in den USA ausgebaut. Und so klar habe ich das noch nirgends gesehen, aber das kommt jetzt auf uns zu. Oder nehmen Sie den Bayerischen Verband der Chemieindustrie, der sagt auch, Deindustrialisierung hat schon eingesetzt hier in Deutschland. Und das reiht sich leider ein in der Beschädigung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Denken Sie an die Autoindustrie, die also von unserer Politik kaputt gemacht wird. Völlig irrsinnig kaputt gemacht wird. Das gibt es nur hier, dass auf den Diesel eingedroschen wird. Und viele, viele andere Dinge noch. Unser Bildungssystem, was natürlich auch dazu beiträgt, Wohlstand zu schaffen, wird kaputt gemacht. Viele, viele andere Dinge. Aber um nochmal auf die Kohle zurückzukommen, also ich persönlich setze mich immer dafür ein, dass wir also auch in 20 Jahren noch Kohle verstromen, wenn es dann marktwirtschaftlich, ökonomisch sinnvoll ist. Vielen Dank.